Da hat jemand von meinem Tellerchen gegessen. Da hat jemand aus meinem Stimme. Schöpferhofer getrunken. Wahrsager. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Und das Wetterbericht sagt, morgen wird ein sonniger Tag. Warte mal, ich wollte hier noch die Kiste leer machen, ne? Ich reagiere darauf jetzt einfach nicht mehr. Was? So. Hacken, was? Wie? Hä? Hallo Flatrate Games. Du bist doch... Warum wird mir jetzt angezeigt, dass Flatrate Games hier neu ist? Sag hallo, alles klar. Wir brauchen dringend eine Vogelscheuche. Yep. So, ich muss jetzt gerade mich nochmal wieder anständig hinsetzen. Oh Gott, mein Rücken. So, und die Dinger verkurven. Direkt mal Lumi stalken, alles klar. Frauen sind halt doch interessanter, sag ich ja. Bitte was? Ich habe gerade die Facecam ausgemacht. Jetzt ist zu spät. Dann kommt ja gleich wieder die Facecam, oder? Du kannst sie komplett verticken. Ich habe ja selber noch welche und ich habe hier mal 5 Seiten gelegt davon. Und Frauen sind nicht automatisch interessanter. Nur für Männer. Für mich das sind stimmt. Aber damit. Für mich sind auch Frauen. Quatsch, für mich sind Männer interessanter. Ich glaube, ich habe mir selten ein Let's Play von einer Frau angeguckt. Das Problem ist tatsächlich daran, dass halt 90% der Leute, die YouTube oder Twitch schauen, Männer sind. Ja, tatsächlich. Ich weiß, warum ich mitspielen wollte. Nur weil Lumi spielt. Ja. Du wusstest das gar nicht, wo ich gesagt habe, ich Stardew Valley spiele, wer mitspielt. Ja, auch so. Ich habe nur gesagt, dass ich mit jemandem zusammenspiele. Ja. Siehst du? Aber ich habe mich umso mehr gefreut. Oh Gott, ey, diese Schleimspur da drüben, das ist ja unglaublich. Oh, du bist eine Frau, jetzt muss ich dir 3000 Komplimente machen. Also ich schenke dir trotzdem nicht. Also deswegen spiele ich so gern mit dir, Ben. Weil du bist einfach gemein. Ich sehe das gar nicht, ob ich eine Frau bin oder nicht. Du disst mich einfach. Machst du dich mit allen anderen auch? Das hat mich verstuckt. Warum ist das sinnlos? Wir haben jetzt 420. Was kaufen wir, Jungs? Oh, oh, meine Zentrumsequenz. Meine Angel ist im Bild. Meine Angel. Ich habe gerade geangelt und bei mir liegt noch die Angel da, wo ich sie hingeworfen habe. Im Bild. Links unten hinterm Kirschbaum, so von links kommt eine Angelsehne bis zum Kirschbaum und ich krieg auch, dass ich angeln könnte. Super. Das, was angebissen hat. Genau, denk du hättest... dran, dass in 2 Tagen hat der Bürgermeister Geburtstag. Im Übrigen, bei dem kommt nochmal eine extra Sequenz und eine extra Quest, wenn er uns mag. Wenn wir ihm an seinem Geburtstag was schenken, was er mag. Was mag er denn? Was er liebt, ich weiß es nicht. Wir können in 2 Tagen mal gucken beim Vicky. Ich kann ihm einen Kaulbar schenken, hab ich gerade gefangen. Oh, hat jemand von euch noch eine Joja-Cola? Ja, da habe ich 2 in die Truhe getan. Sehr schön, der Sam hätte gern, dass ein süßes Mädchen ihm Joja-Cola bringt. Ja, das bist du dann wohl. Ja. Ich bin ja das einzige Mädchen. Und wie viel haben wir denn jetzt von allen Gegenständen? Ich glaube, ich habe immer 5 versucht, die wir angebaut haben. Von allem? Aber nee, von allem haben wir, glaube ich, nur das, was du hattest. Und habe ich noch 1-2 Sachen zu. Ich weiß es nicht, ich habe den Überblick verloren. Dann kaufe ich jetzt wieder von jedem eins. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich hatte die Zwiebeln, zum Beispiel die Tulpenzwiebeln brauchst du nicht. Da habe ich schon welche genommen. Jetzt habe ich gerade rechts gekriegt. Okay, dann noch ein Grünkohl. Grünkohl habe ich, glaube ich, auch gekauft gehabt, aber das wusste ich halt nicht mehr. Sag mal, was hast du. Das bei allem, was ich jetzt. Grünkohl und Tulpenzwiebeln hatte ich gekauft vorhin. Und Zierlauch? Zierlauch habe ich nicht gekauft. Also, darüber könnte man mich finden. Ich glaube, ich habe 70 Follows oder sowas. Ihr bleibt einfach bei dem lieben Ben. Ihr könnt auch bei mir zuschauen, dann habt ihr halt nur ein männliches Face rechts unten entdeckt. Nur männlich? Du würdigst dich ja schon selber herab, deswegen mögen die Menschen lieber Frauen. Aber es ist wohl ohne Unterstrich, okay. Wer hätte die Kiste einfach aus dem Haus rausholen können, dann wäre auch okay gewesen. Das ist meine Kiste. Es gibt keine meine Kiste, wir sind hier im Kommunismus, alles wird geteilt. Wir sind überhaupt nicht im Kommunismus. Klar. Cool. Deswegen hört ja auch niemand das. Ich teile meine Sachen sehr gerne, aber ich mag sie nicht automatisch teilen. Ich möchte sie auch. Du hast ja auch eine blaue Kiste, da könnte man ja die grüne versagen. Nein, das ist meine blaue Kiste. Mani, komm wieder vor. Eine eigene Kiste. Dann mach dir halt eine eigene Kiste. Mani, ich will dir was schenken, komm wieder her. Oh Mann, oh. Ich soll dir sagen, du sollst mit deinem Chat interagieren, wenn du groß werden willst, Lumi. Was? Ich habe meinen Chat auf dem Handy, aber da steht nicht, es hätte sich irgendjemand gemeldet. Ich habe nichts bekommen. Also ja, jetzt kriege ich Nachrichten. Und 9 Follow von Charisma, dann sollst du haben. Hier, jetzt kriege ich Nachrichten. Hallo Flatrate Games. Ja. Hallo Zeitverzögerung, hast du noch? Holy shit! Hier ein paar Büchsen Energy. Was? Kari, übertreib's nicht. Jetzt hat er auch noch 3 Euro gespendet.
Ganz entspannt. Du hast eine Donation? Ich habe eine Donation, ja, und ich habe jetzt Donation Alert auch bekommen. Du hast jetzt schon eine Donation, wo du eigentlich noch gar keine Zuschauer hast. Ich habe tatsächlich schon, das ist schon meine dritte Donation. Ey, das muss ich auch mal einrichten. Also, vielen Dank. Funktioniert. Aber ganz entspannt, ja? Mein Lieber, du kommst aber geil. Viel zur Sache. Also, wenn das bei jetzt. Dir schon funktioniert, ohne dass du Zuschauer hast, dann muss ich das auch. Ich habe doch Zuschauer, ich wurde halt geradet. Ja, yeah, Sellout, okay. Ich habe mich voll jetzt hier verkauft. Warte mal. Ich strip jetzt für euch. Das klingt schon so, als ob niemand sehen will. Total schwul. Ich habe auch nur meine Mütze ausgezogen. Also schwul ist das nicht. Männer, die sich ausziehen, können durchaus sehr interessant sein. Auch für Frauen. Tschüssi, Kari. Bis bald und danke, wie gesagt, fürs Raiden, Spenden und alles. Super, danke. So, ich gehe jetzt ins Bett, mir wird es zu viel. Ich muss Marni noch kurz ihre Cola vorbeibringen. Hey, also hast du mein Gesuch gesehen? Die Notiz sieht perfekt aus. Scheiße, hier deine Bezahlung versprochen. Wisst ihr, und ich muss dir halt Marni bringen. Mir fällt gerade so auf. Ich hab's einfach vergessen. Wo ist denn der Sam? Ich muss dem auch noch eine Cola bringen. Sam könnte. Ist der nicht hier? Bis bald. Jetzt kommen schon die ersten Nachrichten an Frauen. Ich soll mehr Dekolleté zeigen, dann wird es mit dem Kuchen. So viel dazu. Das für den 5 Euro. Aber dann werden aus den 3 Euro, die ich gekriegt habe, dann bei dir 30. Das ist halt die andere Seite. Was soll ich gucken? Ich leih mir mal kurz die Muschel aus, ne? Was ist mit der Muschel? Ich leih mir die kurz aus. Was ist denn für eine Muschel? Ich nehme die mit ins Bett. Meine Muschel? Meine Knuddelmuschel. Wieso gehst du an meine Muscheln? Weil ich wieder in deinem Bett schlafe. Klingt so falsch. Dann schlafe ich jetzt in deinem Bett. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Jawohl, ich habe das Haupthaus für mich. Okay, nee. So funktioniert es nicht. Ich komme doch wieder in mein Bett. Das ist zu klein für 2 Leute. Wieso? Funktioniert doch. Wir sind gut ausgeruht. Was kann ich jetzt hier im aufstehen. Ich gieße dich jetzt aus dem Bett. Was kann ich jetzt? Mir wurde empfohlen, dass ich vor dem nächsten Twitchen eigentlich eine Affäre mit Gronkh anfangen soll. Du kannst einfach behaupten, du hast eine Affäre mit Gronkh. Tada, 10.000 Klicks. Das ist geil, das ist Clickbait. Ich mache dann demnächst so ein schönes Thumbnail und dann, keine Ahnung. Du schreibst meine Affäre mit Gronkh und dann sagst du im Video, die nicht existiert. Du musst es viel schlimmer machen, sowas wie Gronkh steht auf Sex von hinten oder so irgendwas. Und dann, dann mache ich ein Video über Kosmetikprodukte. Also es geht überhaupt nicht um das, was ich ankündige. Und dann sage ich so im letzten Satz, ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen. Das Witzige ist, ich habe tatsächlich mal in Borderlands Let's Play auch mit Felix gemacht und da haben wir irgendwann, einen Typen killen, der heißt Krom. Und daraus haben wir halt Gronkh gemacht, so aus Spaß. Kill Gronkh. Genau, Kill Gronkh. Und das habe ich natürlich auch so genannt, das ist mit Abstand das meistgeklickte Video von der ganzen Serie. Sehr toll. Moment mal, das bist aber nicht du, Ben. Wir hatten jetzt heute bei mir im Bett geschlafen. Nee, ich nicht. Das hast du vor allem gar nicht mitgeschleppt, weißt du? Oh Mann, Leute, ihr könnt nicht alle in meinem Bett schlafen. Anscheinend doch. Scheiße, jetzt habe ich einen Wetterbericht angeklickt, will ich doch gar nicht. So, Geister sind gut drauf, wir werden viel Glück haben, aber ich muss mein Haus irgendwie verriegeln. Wie schön. Ich möchte nicht jede Nacht Schlüssel, von jemand anderem vergewaltigt werden. Schlüssel wurden noch nicht erfunden in der Welt. So, Robin. Kommen dann die Pflanzensachen da rein? Ja, zum Beispiel. Wir können auch noch eine braun machen. Alle Erntesachen von Pflanzen packen wir da an die grüne, würde ich sagen. Ja. Auch was man so findet. Halt, das ist falsch. Ist das jetzt euer Ernst? Ihr legt jetzt sortierte Kisten an. Jetzt, wo ich es aufgegeben habe, mit euch sortierte Kisten zu machen. Ja. Ich komme nach logischen, ne? Nach männlicher Logik. Mach doch einfach, was ihr denkt, ey. Ich ignoriere das jetzt. Hier, ich bin wieder 10.000 Schritte als Erster gegangen. Ja, yeah. Also wenn ein Vogelscheuche bauen kann, der soll bitte eine Vogelscheuche bauen. Ja, kann ich auch. Wir könnten 2 vielleicht sogar schon bauen direkt. Und ihr habt alle nicht inklusive mir die Schriftrolle euch im Gemeindezentrum angeguckt, gell? Was? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Müssen wir noch machen. War links unten, oder? Nee, genau. Rechts unten. Ben? Nee, du musst unten rausgehen und dann über den See sozusagen drüber. Also einfach nur gerade nach unten, mehr oder weniger. Dann gehen wir doch mal ins Gemeindezentrum. Soll ich noch was hier kaufen irgendwie an Samen, wenn ich schon auf dem Weg bin? Oh. Ja, bitte. Kaufen. Welche Besamung hättest du denn gerne? Wir sollten uns einfach auf den Begriff Saatgut einigen. Das ist irgendwie. Das lacht der Felix jedes Mal. Wir lachen doch auch. So, was hättest du denn gerne? Machen wir eine Tulpenzucht?
Ach du, das ist mir egal. Züch du einfach mal. Rechne es halt so, dass es aufgeht. Ey, Tulpen sind so anstrengend. Und wie alt wirst du? Ach, 29, total unspektakulär. Oh scheiße, ich bin echt alt. Warum? Wie alt bist die Mama hier bei uns? Die Mama ist schon 29. Und in 10 Jahren ist es dann eine alte Schachtel? Das ist dann aber auch in 10 Jahren. Ja, das stimmt. Ja, du kommst nicht immer ran. Nur einer schlafen gehen. Ah doch, ich hab's erwischt. Nee, es darf einer nicht schlafen gehen, das ist wichtig. Sonst naja, ist halt, eben. Du hast gesagt, es darf nur einer schlafen gehen, aber es ist andersrum. Es können zwei einer schlafen gehen. Ja, wenn zwei schlafen gehen, überspringen wir einen Tag. Weil nein, das wenn drei schlafen gehen. Benni, wenn noch zwei schlafen gehen, ich liege ja schon im Bett, dann sind es drei. Wenn und dann zwei außer du hast nicht schlafen noch gesagt? Ja. Du hast nur gesagt, es darf nur einer schlafen gehen. Ja, das ist falsch. Also es kann durchaus sein, dass wir lange Heroes of Might and Magic 3 gespielt haben, weil das einfach ein Top-Spiel ist, gerade mit Leuten zusammen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir durchgemacht hätten, aber das ist halt auch schon ewig her. Also ich habe es einfach nicht mehr gemerkt. Ich tue jetzt mal kurz. Was mache ich eigentlich hier? Ich bin blöd. Emine müsste uns übrigens inzwischen offen sein, falls jemand Langeweile hat. Morgen, wenn wir Glück haben. Dann macht es automatisch große und Kleinschreibung. Ich heiße Unben. Okay, ich habe Unben falsch geschrieben. Muss / Unben, ne? Wie schreibe ich das denn? UNBAN. Oh, ich habe es mit Doppel-N geschrieben. Warum auch immer. Unben. Wieder so ein Lumi-Moment, ne? Luis. Oh, das haben wir alles noch gar nicht. Und was schenkt man ihm dann? Soll es zum Geburtstag schenken? Wir können doch ihm einfach was schenken, was er vielleicht nicht, zumindest nicht hasst. Ja, das können wir machen. Das meine ich. Also, aber das ist halt neutral. Aber gut, dann kriegen wir trotzdem Bonus, weil wir an seinen Geburtstag gedacht haben. Dachte ich auch so. Also, wir können ihm schenken, lass mal gucken. Lauch haben wir. Ja. Löwenzahn und Narzissen. Und alle Früchte außer ein paar. Naja, das Paar wäre aber wichtig. Wir haben ja noch gar keine Früchte. Achso, das ist die Baumfrüchte, meinst du? Das ist eine gute Frage. Nee, Peperoni zählen sie ja auch drunter.